Tick, zack, tick, zack, der Countdown läuft. Meine Vorfreude ist jetzt schon riesig und die steigert sich ins Unmessliche langsam. Samstag ist es dann soweit, es geht zur Hall of Vape nach Stuttgart. Das ist meine erste Hall of Vape, die ich erleben werde und meine zweite Dampfermesse überhaupt. Ja, ich war ja letztes Jahr November auf der Vaperscom in Dortmund. Das war meine erste Messe. Ist aber nicht vergleichbar natürlich jetzt mit der Hall of Vape in Stuttgart. Ja, ich freue mich also schon riesig. Wir werden Samstag gemütlich losfahren. Wenn man sich mal auf der Webseite anschaut, wer und was alles da sein wird, dann ist das schon heftig. Also da freut man sich echt gigantisch. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich einige Leute treffen werde, zum ersten Mal real life, ja, die ich jetzt durchs Discord einfach schon Wochen, Monate kenne. Und das wird bestimmt auch witzig, wenn man sich dann endlich mal real life trifft, ne? Ja, also wie gesagt, ich bin bereit. Ich bin einfach nur bereit. Wer von euch geht denn auch zu Vaperscom? Schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Vielleicht sieht man sich ja. Würde mich immer freuen, die Leute auch mal persönlich kennenzulernen. Bin zwar ein schüchterner Typ, aber das kriegen wir dann schon. Okay, genug gelabert. Wir kommen zum Thema des Videos. Ich war mal wieder bei meinem Offliner, konnte mich nicht entscheiden. Ja, haben mal Virus und so. Und dann habe ich zugeschlagen. Ich habe mir gleich zwei Geräte gekauft. Ja, beide von Aspire. Einmal das Flexus Block Kit und einmal den Flexus Stick. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich konnte mich echt nicht entscheiden. Ich vergleiche die zwei jetzt einfach mal miteinander. Schauen wir mal, welches Gerät für mich das bessere wäre, laut meiner Meinung. Und ja, ich würde sagen, wir packen die gleich mal aus. Kann es ja kaum erwarten. Ich nehme wieder meine dezente, zärtliche Art. Einmal. Müll werfen einfach am Boden, den muss ich dann später wegräumen. Und jetzt ist mein Messer stumpf. Wie kriegst du denn auf? Jetzt. Okay. So. Auch einfach mal auf den Boden. Gut. Dann würde ich sagen, die Verpackung liegt am Boden. Anschauen tun wir es uns von oben. Bis gleich. Ja, das sind also jetzt die zwei guten Stücke. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Flexus Block an. Ich lege mal die auf die Seite. Ja, ich habe mir diese im Fuchsjahr gekauft. Und da sieht man jetzt schon, was dabei sein soll oder was da speziell sein sollen. Wir haben also AF-Coils, ja. Ich denke mal, die stehen für Aspire Flexus. Ja. Nein, ich kenne diese Coils nicht. Diese Coils wurden auch schon bei dem Flexus Q Kit genutzt. Das soll ja richtig gut sein und ja. Man mag es nicht glauben, ich habe das Gerät nicht. Ja, ich kann nichts dazu sagen. Ich kenne die Coils auch nicht. Für mich ist das heute das erste Mal. Ja, dann, was soll noch dabei sein? Wir haben also Easy Side Befüllung. Also soll sich sehr leicht befüllen lassen. Der Kunststofftank. Denn auch wenn hier alles in Pott geschrieben ist, für mich ist das ein Kunststofftank mit wechselbaren Coils. Ja. Pot ist für mich ja immer ein verbauter Coil, den man nicht wechseln kann. Ja, wir haben einen USB-C-Anschluss und wir haben zwei Mesh-Coils dabei. Eine mit, muss ich selber näher hingehen, 1,0 Ohm, so wie es ausschaut, und eine mit 0,6 Ohm. Ja, so viel dazu. Hier hinten sieht man noch, was dabei oder was im Päckchen drin sein soll in der Verpackung. Aber das schauen wir uns jetzt eh an. Ja, das ist wieder so Aspire-typischer Schuber. Man schiebt die also so auseinander. Und dann haben wir auch schon das gute Stück, den Flexus Block. Ja. So, bevor ich den jetzt hier heraushole, schauen wir erstmal, was unten noch dabei ist. Wir haben einmal die Anleitung, die lasse ich mir mal vorsichtshalber da. Die zwei Coils und ein USB-C-Kabel. Und das war's dann auch schon. Mehr ist es nicht im Lieferumfang. So, halt, wir brauchen noch eine Coil, brauchen wir auch, gell? Jetzt müsst ihr wieder wissen, welche was ist. Ja,
Ich schau mal, ob ich das irgendwie so entziffern kann. Das ist die 1,0 Ohm, genau die will ich. Und die dampft man bei 12 bis 15 Watt. Wobei man hier bei dem Gerät eh keine Watt einstellen kann. So, ich lege dann das auch schon mal zur Seite. Dann schauen wir uns das Gerät doch mal an. Ja. So schaut es also aus. Das ist eine Zinklegierung und der Tank ist Kunststoff. Ja. Und ja, vielleicht mal so hier halten. Unten steht noch was drauf. Hier haben wir den Feuertaster, den USB-C-Anschluss. Ja, wir haben einen integrierten 1200 mAh Akku, was ich persönlich natürlich feiere. Alles, was über 1000 mAh hat in einem, sage jetzt mal, Pod-System oder in so einem kleinen handlichen Ding, finde ich einfach klasse. Ja, hier haben wir dann schon die Befüllung. Das ist also dieser Schieberegler. Den schiebt man einfach nach unten, dann kann man hier die Flasche reinhalten und dann kann man losdampfen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was ich da reinknall. Ich mache mal kurz einen Cut, ich habe mich nicht vorbereitet. Sorry. Ja, und dann bin ich schon wieder da. Genau. Aber erst will man das Gerät noch weiter mit anschauen. Hier haben wir die Airflow. Ja, also hier kann man die Luft einstellen. Das ist so ein Schieberegler. Und hier haben wir das Drip-Tip, das ist also, so wie es ausschaut, ein normales 510er Drip-Tip. Ich mache jetzt hier einfach mal das von Nautilus 3 drauf. Ey, das passt wie angegossen. Also, 510er Drip-Tip, dass man wechseln kann, das finde ich ja mega. So, da ist die Befüllung. Ja, dann würde ich sagen, legen wir erstmal die Coil ein. Die müssen wir jetzt eigentlich primen, da ich mir aber in der Zwischenzeit den Flexus Stick anschauen werde, prime ich da jetzt gar nicht lang rum, ich lasse die einfach ein paar Minuten stehen. Die wird einfach nur hier eingelegt und reingedrückt und gut ist, hier sind die Magnete, hier sind dann die Gegenstücke dazu, hier unten die Kontakte, sind auch gefedert und dann ist das Ganze das ist so eine Art Schienensystem, ich weiß nicht, ob man das sieht mit dem Licht, ich versuche es einzufangen, wir haben hier also so eine Schiene, ne? Links und rechts. Und hier am Kunststofftank auch. Und da wird es dann einfach nur hier so, kann man das einfangen vom Licht her, einigermaßen, einfach nur so reingeschoben. Und es zieht dann das Magnet auch direkt an. Hält auch super, da geht nichts ab. Ja, dann würde ich sagen, wir haben die Coil drinnen. Dann befüllen wir ihn doch gleich mal. Also die Befüllung finde ich jetzt schon mal klasse, das kann ich schon mal sagen. Und das sieht man jetzt wieder nichts, tut mir leid, aber ich muss das so halten, so leicht schräg nach hinten. Sonst, genau, passiert mir nämlich das. Dann mache ich wieder zu. Also der Schieberegler geht auch nicht, der geht jetzt zu streng, also, aber auch nicht zu leicht. Also ich denke nicht, dass der einfach mal so aufgeht. Da muss man schon ganz viel Pech haben. Ja, Liquidstand kann man so olala ablesen, würde ich sagen, wenn ich es gegen Licht halte, sieht es komplett super, aber so jetzt nach unten mit dem dunklen Hintergrund hier, das schimmert leicht gelb durch, was halt die Farbe des Liquids ist, aber ja, ich hatte schon schlimmere dieser Geräte, da hat man gar nichts gesehen. So würde ich sagen, stellen wir den mal auf die Seite und, nee, ich will noch ein bisschen was dazu sagen. Die Maße, wir haben also 88,5 mm. In der Höhe, 41,6 in der Breite und 17,5 mm in der Tiefe. Der Pott fasst 3 Milliliter Liquid. Wir haben eine Zugautomatik und einen Feuertaster. Das kann man sich also aussuchen, was man haben will. Wir haben eine LED, die ich noch nicht gefunden habe. Die werden wir schon noch sehen, wenn wir das Gerät einschalten. Wir haben drei verschiedene Leistungsstufen, die kann man dann jeweils mit einem Dreiklick ändern. Das macht man dann auch später, wenn ich ihn in Betrieb nehme. Ja, ich glaube, das war es jetzt dazu. Vielleicht noch zum Interessant könnte noch sein, wir haben verschiedene Schutzfunktionen. Wir haben einen Feuerzeitschutz, wir haben einen Kurzschlussschutz, einen Tiefenentladungsschutz,
dann wenn der Pott nicht richtig eingesetzt ist, dann blinkt das Ding und ein Temperaturschutz. Genau, wir haben Akku mit 1200 mAh und wir haben ja eine LED drin, die leuchtet in drei verschiedenen Farben. Wenn der Akku 100 bis 60% hat, leuchtet die LED grün, bei 60 bis 30% leuchtet die LED blau und bei 30 bis 0 rot. Dann spätestens sollte man laden. So, das war jetzt mal das Block-Kit und dann schauen wir uns mal den Flexus Stick an. Den habe ich mir in Gunmetal gekauft. Ja, auch wieder 1200 mA. Soll man 2 Tage damit dampfen können. Bei meinem Dampfverhalten niemals. Dann haben wir auch wieder diese AF Mesh Coils drinnen. Und Essel Free Design. Aha. So, jetzt fragt es mich nicht, was das ist, weil ich es nicht weiß. Ja, auch hier wieder, was dabei sein soll. Also ist auch wieder minimalistisch, sage ich jetzt einmal. Wir machen mal auf. Auch wieder im Schuber Design. Wir haben auch wieder Anleitung und ja, hier sieht man schon natürlich anders bebildert. Das wäre ja schlimm, wenn das gleiche Bild drauf wäre. Aber ansonsten nimmt sich das nicht viel. Also auch hier wieder, denke ich, so ziemlich das gleiche. Kenne mich ja mit so Chip und so nicht aus, aber ich denke mal, da werden so ziemlich die gleichen Chips verbaut sein. Bis jetzt würde ich sagen, endet ja, der Unterschied. Ja, machen wir später. Also, hier haben wir diesen Stick. Auch wieder ein Kabel, auch wieder 2 Coils dabei. Auch hier suche ich mir jetzt den 1,2 Ohm Coil raus. Vielleicht habe ich wieder Glück und finde ihn gleich. Das ist der 0,6er, dann ist das der 1,0 Ohm. Entschuldigung, nicht 1,2. Ja, das muss ja sein, weil das ist ja der 0,6 Ohm. So, ui. Okay. Auch hier wieder, das ist USB-C-Kabel dabei. Und dann schauen wir uns das Gerät mal an. Hier unten haben wir den USB-C-Anschluss. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, trotz USB-C laden beide nur mit 1 Ampere. Genau. Dann haben wir auch hier wieder diesen Kunststofftank. Auch wieder ein abnehmbares Drip-Tip. Und auch das sollte ein 510er sein, genau. Also auch hier passt mein Nautilus 3 Drip-Tip drauf. Weil das sieht mir ein bisschen eigenartig aus und ein bisschen kurz. Muss ich testen natürlich, aber ich glaube, dass das besser ist. Aber werden wir sehen. Dann würde ich sagen, machen wir auch hier gleich die Coil rein. Hier prime ich jetzt. Weil die hat nicht so viel Zeit, die Werte sich voll zu saugen mit dem Liquid, wie jetzt die andere Coil. Ich habe jetzt auch gesappert. Nicht schön. Das muss ich dann gleich beseitigen. Nicht, dass ich da mal schön die Wickelmatte vom Ölmer versau. Das wollen wir nicht. So. Genau, dann steckt man den auch schon wieder hier rein. Hier geht es nicht so einfach. Ah ja, hier muss man ein bisschen schauen mit dem Kamin da oben. So, jetzt halt. Also da muss man schon gerade reinkommen. Ne? Ja, hier würde ich sagen, auf Anhieb ist das der Kunststoff klarer. Ich denke, man sieht hier besser das Liquid. Aber ich befülle jetzt erstmal, hier haben wir dann wieder so einen Gumminippel, sage ich da immer dazu. Und ja, hier ist das Loch. Ja, die Flasche passt perfekt rein. Machen wir gleich mal voll hier. Zack, machen wir zu. Ja, also ich würde sagen, hier sieht man das Liquid wesentlich besser wie bei dem Block. Und hier hat man auch schon die Airflow. Das sind also die Airflow-Löcher. Die sind fest an dem Kunststofftank integriert. Und wenn man den jetzt, also hier wird auch wieder mit Magnet gehalten. Wir haben hier 3 Magnete und eine, ja, so eine Metallscheibe. Und drunter auch wieder den Kontakt, gefederten Kontakt. Ja, man steckt hier einfach was drauf. Jetzt haben wir aber hier noch einen Spalt, ja. Man muss die also ein bisschen drehen. Jetzt hat es eingerostet. Und jetzt hat man auch einen Anschlag. Sieht man einigermaßen, sieht man die Löcher auch. So ist wieder zu.
Und hier ist auch wieder zu. Also, wenn man, das hat glaube ich auch der Dampferband schon gesagt, da hätte man einen Anschlag braucht hier, dass man eben nicht ganz zumachen kann. Dass man einen hat mit ganz offen und einen mit ganz zu. Gut, ja. Die lässt sich natürlich schon leicht verstellen. Also, ich kann mir schon vorstellen, wenn man die in die Hosentasche steckt oder in den Rucksack oder was, dass sie die verstellt. Also, da wird man öfter mal überrascht sein, dass der Zugwiderstand nicht passt. Aber gut, wie gesagt, man dreht hier und alles ist gut. Also, es ist jetzt kein Hexenwerk. Ja, hier unten haben wir dann noch den Feuertaster. Der klickt auch schön. Also, das finde ich cool. Ich schau mal bei dem. Ah, der ist anders. Einfach anders. Sonst habe ich, glaube ich, jetzt zu dem Gerät auch schon fast alles gesagt. Nee, habe ich nicht. Moment. Die Maße. Also hier haben wir eine Aluminiumlegierung, auch wieder einen Kunststofftank. Die Maße 112,8 mm und 22 mm im Durchmesser. Auch wieder 3 ml Füllvolumen, auch wieder Zugautomatik oder manuell per Feuertaster möglich, auch wieder 1200 mA und auch wieder drei LED-Farben. Oder eine LED mit drei Farben, so muss ich sagen. Ja, das ist authentisch mit dem anderen Kit, mit dem Block-Kit. Wir haben also auch wieder drei verschiedene Ausgangsstufen, sage ich jetzt einmal, die ich allerdings in der Anleitung jetzt nicht gefunden habe. Und also der Dampfmodi, ne? Easy, Medium und Hard halt. Das meine ich jetzt damit. Und genau, auch hier gilt das gleiche. Grün, glaube ich, war jetzt, wie gesagt, 100 bis 60% Akkuleistung und danach geht es halt runter auf Blau bis 30% und dann Rot. Gut, dann stellen wir jetzt die auf die. Ja, wir sind eigentlich durch. Wir sind mit beiden jetzt eigentlich durch. Ne, sind wir noch nicht ganz. Ich mache mal hier wieder weiter. Wir machen jetzt mal einen 5-Klick. Wir müssen hier noch die LED suchen. 1, 2, 3, 4, 5. Aha. Habt ihr das gesehen? Beim A ist die LED. Und der feuert auch sofort. Also wenn ich jetzt auf Feuer drücke, leuchtet es auch grün. Und ich kann jetzt mit einem Dreiklick eben den Dampf, die Dampfermodi ändern. So, jetzt blinkt es rot. Das heißt, das ist die niedrigste, die Easy-Dampf, der Easy-Dampf-Modus. So sage ich jetzt mal. Dann nochmal Dreiklick. Das war jetzt nichts. 1, 2, 3. Jetzt blau. Jetzt sind wir beim Medium-Dampfmodus und dann grün. Das ist der harte Dampfmodus. Da bringt er am meisten Leistung. Ja, genau. So viel dazu noch. Und mit einem 5-Klick schaltet man ihn wieder aus. Dann stelle ich die wieder auf die Seite. Und hier ist es das gleiche. Hier haben wir also unseren Feuerknopf. 5-Klick. Jetzt blinkt das Ding blau. So blau-weiß war das jetzt. Jetzt ist es eingeschalten. Wenn ich jetzt feuern würde, habt ihr gesehen, grün. Dreiklick rot. Das heißt, es ist wieder der leichteste Modus, da wo am wenigsten Ausgangsleistung kommt. 1, 2, 3, dann sind wir im blauen, Medium und grün. 1, 2, 3. Ah, es war wieder nichts. 1, 2, 3. Also da geht ein bisschen schwergängig. 1, 2, 3. Jetzt sind wir wieder im Hard-Modus, wo er am meisten Watt ausgibt. So, jetzt aber habe ich glaube wirklich alles erzählt, was man erzählen kann. Ja, wir haben hier unten, kann es passieren, dass man tatsächlich Kondens, dass sich da ansammelt. Also da, ich gehe da immer mit einem Wattestäbchen rein. Man kann aber auch natürlich ein Zebra nehmen, einfach ab und zu mal abziehen und runterschauen. Denn wird wahrscheinlich schon isoliert sein, aber wäre natürlich von Nachteil, wenn da irgendwie Feuchtigkeit reinkommt. Also da ab und zu mal nachschauen und ja, Zebra oder Wattestäbchen und Gutes. Ja. So, jetzt habe ich aber glaube ich wirklich alles gesagt. Wir gehen wieder auf die Facecam und dann mache ich den großen Vergleich. Da, 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 bis gleich. Ja, und bevor es jetzt zum großen Vergleich kommt, muss ich noch was loswerden. Wenn euch das Video bisher gefallen hat und ihr wollt mich loben, drückt gerne den Daumen nach oben und wollt ihr mich nicht aus den Augen verlieren, dürft ihr auch gerne den Kanal abonnieren. So, ja, sonst sage ich das immer am Schluss. Ich dachte, das bringe ich jetzt mal im letzten Drittel des Videos. Ha. Okay, das sind die zwei Geräte. Auffällig ist schon mal das TripTip. Ja, Moment, ich mache mal Licht, vielleicht sieht man es dann besser. Wo ist denn jetzt der Schalter?
Also das ist so, ja, wie man es kennt irgendwie. Und das ist irgendwie anders. Also. Wobei ich sage mal, das liegt jetzt besser an den Lippen an, mit dieser Wölbung, wie das gerade. Also da würde ich jetzt tatsächlich schon mal einen Punkt dem Stick geben. Ja? Genau. Dann machen wir weiter mit dem Tank. Wir haben ja beide mit den gleichen Kolben, mit dem gleichen Liquid befüllt. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die Tanks an. Und ich denke, das fällt direkt auf. Das Stick, das ist wesentlich heller, der Kunststoff. Bei dem Block sieht man es, man sieht es, aber schwerer. Schwerer. Also. Wir wollen ja nicht kleinlich sein, ich würde da vielleicht einen halben Punkt für den Stick geben. So. Dann kommen wir zur Airflow. Mein erster Eindruck, ich habe die Teile ja jetzt noch nicht gedampft, ja. Vom ersten Eindruck her würde ich sagen, diese Airflow ist nicht schlecht. Oh, der blinkt auch. Ja. Diese Airflow ist nicht schlecht, aber die wird sich sehr oft verstellen. Hier hingegen ist es sehr, sehr kleiner Regler, der auch streng geht. Muss man jetzt natürlich beim Testen, beim Dampfen nur testen, wie sich die Airflow auswirkt. Aber jetzt alleine vom ersten First Impression würde ich sagen, ist die Airflow hier im Block besser gemacht. Und auch die Befüllung, hier haben wir wieder diesen mittlerweile alt und bekannten Gumminippel, den viele gar nicht mögen. Und hier habe ich halt ein wirklich cooles Befüllsystem, einfach den Schieber nach unten, wieder nach oben und gut ist. Also das finde ich klasse. Ja. Die halten beide. Ich mache echt Hardcore. Also da sollte sich nichts fehlen. Magnete, obwohl hier sind es ja vier Magnete, hier drei. Aber ja, 0-0. Einwandfrei, 0-0. Dann kommen wir zu den USB-C-Anschlüssen. Die sind also beide seitlich, nicht unten, was ich wieder gut finde. Unentschieden. Und dann kommen wir zu dem Feuertaster. Haben wir einmal hier unten. Kennt man auch schon von der VENAX und einmal hier kennt man von sehr, sehr viele Geräte. Ja, der hat einen schönen Klicki, aber das, oh, so ist verstellt. Das Klicki gibt keine Punkte. 2, 3, jetzt. Ja, der ist natürlich nicht gut erreichbar da unten, aber ganz ehrlich, also meine Meinung nach denke ich mal, dass die wenigsten dieses Teil mit dem Feuertaster nutzen. Ja. Na gut. Ja, unentschieden. Feuertaster unentschieden auf jeden Fall. Ja, dann haben wir bei beiden Geräten 1200 mAh, also auch unentschieden. Dann haben wir bei beiden Geräten drei verschiedene Dampfmodis. Ja, auch unentschieden. Ich glaube, jetzt sind wir schon am Ende. Mehr habe ich jetzt gar nicht zum Sagen. Optik, ja, was will da Punkte geben? Also das liegt natürlich richtig cool in der Hand für die Größe mit dieser Akkugröße und das ist auch nicht wirklich schwer, ne? Ich habe aber kein Gewicht leider. Meine Waage hat das letzte Mal schon versagt. Gut, jetzt würde ich aber sagen, ich dampfe jetzt mal an mit Zugautomatik und zwar die Block. Ich habe die Airflow jetzt ganz zu. Da geht nicht mehr viel. Jetzt mache ich sie mal ganz auf. Ja, ist jetzt ein sehr offener MTL-Zug, klar, weil ja die Airflow offen ist. Wenn ich die jetzt so halb schließe, denke ich mal, bin ich bei mir, was mir so gefällt. Ja, also die kann man wirklich extrem schließen. Da kommt fast gar nichts mehr. Also als MTL-Gerät finde ich das jetzt wirklich klasse. Geschmacklich. Ich kenne diese Aspire Flexus Coils nicht, aber ich kann jetzt schon sagen, was war das? Süßer Apfelkuchen? Ich kenne das Liquid, ich dampfe das schon länger, da ist ein bisschen Zimt mit drin, das schmecke ich auch sofort raus. Also ich denke geschmacklich im oberen Bereich auf jeden Fall. Und wie gesagt, die LED ist direkt im A verbaut. Das finde ich cool. Ich schau mal, ob ich das so machen kann.
Nee, ich brauche das Feuer nicht, Depp. Also das haben sie cool gemacht. Aber beim Dampfen sehe ich die nicht. Muss sie so dampfen. Also ein bisschen blöd. Wenn ich die sehen will, die LED, dann muss ich die so dampfen. Und extrem tief nach unten schauen. Ja, das war's zu dem Gerät und jetzt machen wir noch die Stick. Habe ich euch eigentlich auch schon alles dazu gesagt? Ich dampfe die jetzt einfach. Sie hat jetzt auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, damit sich die Watte vollsaugt. Ich habe natürlich schon wieder ein bisschen runter unten drückt, ja, aber das dürfte der Kolnix ausgemacht haben. Das war ja Bruchteile von Sekunden. Jetzt habe ich die Airflow. Ich drehe mal die komplett in die andere Richtung. Jetzt ist sie ganz zu. Ungefähr halb. Also die kann man auch schön schließen, auch schön straff machen, den Zug. Geschmacklich. Kein Unterschied. Also auch geschmacklich unentschieden, kein Unterschied. Wäre ja auch schlimm, es sind ja die gleichen Coils drinnen und das gleiche Liquid. Das Einzige ist halt, die Bauart ist ein bisschen anders. Das ist eher so ein Tube, so zigarrenmäßig. Aber ich finde die noch in Ordnung von der Größe her. Mit 22 mm Durchmesser. Alles gut. Und wie gesagt, 3 ml Füll. Vermögen oder Füllvolumen haben beide, kommt man auch gut weit und mit den, also, ja. Ja, ich würde sagen, es ist einfach ein Unentschieden. Da gibt es keinen Sieger. Keinen Sieger. Ich hätte mich jetzt geärgert, wenn ich mir den nicht gekauft hätte, und ich hätte mich jetzt geärgert, wenn ich mir den nicht gekauft hätte. Meine Meinung, wieder mal meine Meinung. Ja, das war's. Ich denke, ich habe alles gesagt, habe ich dir noch Fragen gehabt und ich kann die beantworten, beantworte ich die gerne, aber mir fällt jetzt nichts mehr großartig dazu ein, ehrlich gesagt. Und da wollen wir das Video nicht wieder unnötig in die Länge ziehen. Ich muss mich jetzt geistig wieder vorbereiten auf die Hall of Vape. Und ja, wie gesagt, wenn der ein oder andere von euch da ist, würde mich freuen, wenn man sich kennenlernt. Bin zwar ein ruhiger Mensch, ja, ganz ruhiger, aber Quatsch trotzdem gerne. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt mir gesund. Wir sehen uns die Tage. Bis dann. Servus und ciao.